Leute, ich darf mich jetzt seit einer Woche wieder offiziell als Studentin bezeichnen. Allerdings bringt dieser Titel nicht nur Vorteile mit sich. Studenten haben nie Geld. Ja, ist so, aber ihr hättet auch kein Geld, wenn ihr pro Semester, also alle halbe Jahre, umgerechnet ungefähr 1000 Euro ausgeben müsst, alleine für Studiengebühren, Materialien und Bücher und alles, was dann noch dazu kommt. Ich meine, ich studiere jetzt zum Beispiel eine Stunde von mir entfernt. Ich muss auch noch ein Abo haben, wo ich dann mit dem Zug dahin fahren kann. Und außerdem, gerade am Anfang vom Studium, muss man sich solche Sachen kaufen. Und der Rechner hier hat alleine schon fast 180 Euro gekostet. Genau, der hier, alleine ein Taschenrechner. Eines der wohl nervigsten aller Studentenvorurteile ist dasjenige, das besagt, dass Studenten faul sind. Ich muss sagen, an der Universität, ja, war ich das auch. Ich war auch faul. Aber jetzt zum Beispiel an der Fachhochschule, nein. Ich meine, okay, wenn man den Stundenplan anschaut, dann kann man echt so denken, so, boah, der ist echt total chillig. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr morgens und er endet um 12:45. Das könnte es lockerer geben als so einen Stundenplan. Aber das sind nur ungefähr 30%, denn der Rest, die anderen 70%, sind auf dem Stundenplan gar nicht drauf. Und es bedeutet, dass nachmittags bis abends ungefähr um 9 Uhr Selbststudium angeplant ist und Samstag, ja, klar. Ich stehe um 8 Uhr auf und lerne bis 9 Uhr abends. Ja, und natürlich gibt es dann noch Studenten, die nebenbei noch arbeiten oder so wie ich, die nebenbei noch ein bisschen YouTube-Videos machen. Wo passt das denn bitte alles rein? Und Sport und alles soll ja auch noch irgendwie noch damit reinkommen. Wie geht das? Ich habe ja so schon fast kaum mehr Zeit und es wird echt total streng. Von wegen, das ist ein lockeres Leben, Alter. Ah! Da hinten Spinnen fahren. Und damit kann man eigentlich auch das Vorurteil, dass Studenten nur Party machen, so gut wie abhaken. Weil so viel Zeit habe ich gar nicht, dass sie ständig Party machen können. Es gibt welche, die das tatsächlich können, aber entweder haben die keinen Nebenjob oder die nehmen das Studienleben total easy und dann meistens zu easy. Oder denken sich halt einfach so, ja, mit dafür bin ich durch, das passt. Was mir auch total auf den Sack geht, ist das Vorurteil, dass Studenten keine Ahnung haben, was arbeiten bedeutet. Ich kenne so viele Studenten, die neben dem Studium noch arbeiten, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen und sich den Arsch abbracken dafür. Und glaub mir, es ist manchmal echt schwer, das noch irgendwie da rein zu quetschen. Dazu kommt, dass Studenten, die an einer Fachhochschule zum Beispiel studieren, alle schon gearbeitet haben müssten, sonst kämen die gar nicht an der Hochschule ran. Bei uns ist es zumindest so. Und vor wegen, Studenten seien Langschläfer. Ich muss auch 5:30 aufstehen, damit ich pünktlich bei der Schule bin. Die beginnt auch um 8 Uhr, so wie die Arbeit. Das ist verdammt früh. Und nein, ich komme nicht vor 12 Uhr ins Bett. Okay, an der Uni konnte ich das. Da konnte ich echt ausschlafen. Aber das war auch Uni und jetzt bin ich an der Fachhochschule. Es gibt eigentlich verdammt viele Unterschiede zwischen Hochschule und Uni. Ja. Und ja, wir kriegen überall Studentenrabatt, gerade weil wir so viel zahlen und weil wir halt nicht gut verdienen. Und das ist auch okay so. Und es ist auch legitim, nach Studentenrabatt zu fragen, weil es ja eben überall Studentenrabatt gibt. Und weil wir nie Geld haben. Nämlich, genau. Wie schaut es bei euch aus? Seid ihr schon so weit, dass ihr euch Gedanken macht, ob ihr studieren wollt? Und wenn ja, ob Fachhochschule oder Uni? Oder seid ihr mehr so, oh Gott, Schule, bloß keine Schule mehr? Schreibt mal unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, kommt ihr hier zum letzten Video. Hier kommt ihr zur Playlist. Und auf mir könnt ihr euch abonnieren. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao! Life's so unpredictable, take control of what you're worth.